So, hallo YouTube, herzlich willkommen zurück bei Siedler. Ja, wir machen jetzt irgendwie da weiter, wo wir aufgehört haben. Ich meine, wir haben ja hier das letzte Mal einen harten Kampf gehabt, den wir tatsächlich verloren haben. Wir haben aber noch Soldaten, obwohl nicht mehr allzu viele, soweit ich mich erinnere. Darum haben wir quasi hier Eisenberg Kohlebergwerk in Auftrag gegeben, die Schlosserei erstmal gestoppt, damit die Eisenschmelze produzieren kann für die Schmiede, genau. Und dann müssen wir die Brauerei suchen, die wäre hier, das passt auch. Da hätten wir da schon mal wieder ein bisschen Soldatennachschub gesichert. So, hier oben gibt es Rohstoffe, wie ich sehe. Holzfäller ist ganz wichtig. Den haben wir das letzte Mal aus Versehen abgerissen. Somit war der Spielstand eigentlich verloren. Das haben wir nochmal gefixt gekriegt. Ich wollte jetzt hier gerne mal direkt nochmal Geologen aussenden wollen, der ein bisschen gucken geht. Und des Weiteren sind wir auch hier in die Richtung weitergegangen. Und da gibt es Gold, was schon mal sehr, sehr gut ist. Da brauchen wir relativ schnell dann noch eine Münzprägerei. Habe ich die nicht? Ach, die ist schon in Auftrag gegeben. Okay. Und wir werden schon wieder angegriffen. Das könnte schon wieder doof ausgehen, tatsächlich. Jetzt brauchen wir hier alles, was wir haben. Hier war das nicht. Müssen. Das haben wir schon hochgeschoben. Alles. Die rücken halt echt hier krass nach. Das heißt, vielleicht ist es auch besser, tatsächlich hier in die entfernteren Gebäude noch. Oh, Waldstopp, das wollte ich nicht. Genau das wollte ich nicht. Aber falls der auf dumme Gedanken kommt, uns hier anzugreifen. Und hier kommt ja auch schon wieder der nächste Gegner. Aber hier wären noch Kapazitäten für Bergwerke, wenn ich das so richtig überblicke. So, mein Geologe hat hier tatsächlich gefunden. Kohle, gut. Naja, wir müssen erstmal da reinkommen hier und ein bisschen was Gold. Noch mehr Gold gefunden. Okay. Angriff wurde abgewehrt, was tatsächlich gut ist. Ja, irgendwie müssen wir es jetzt hier hinkriegen, dass wir die Nahrungsproduktion hochfahren. Tatsächlich. Gut, der Holzfäller steht. Das ist gut. Vielleicht finden wir auch noch mehr Holz. Ansonsten wird das hier oben Holzanbaugebiet. Aber ich hätte es gerne auch für Getreidefarmen genutzt. Tatsächlich. Ob das dann was bringt, ist eine andere Geschichte. Schon mal in die Richtung noch ein bisschen ausbreiten. Hier oben ist gar nichts an Leuten. Dann schicke ich die mal raus. Ich hoffe, ich wäre hier nicht angegriffen. Was haben wir denn noch an Soldaten? Oha, das sieht nicht gut aus. Das wirklich so wenig? Ja, tatsächlich. Und es wird wieder gekämpft. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht hier. Was machen wir denn jetzt?
muss die doch rausjagen. Mist. Ich hoffe, das geht gut. Ich brauche Soldaten. Eieieiei. Weil scheinbar kommen die Schmiede hier gar nicht hinterher. Die sind stark. Okay, schon wieder besetzt. Eieieiei. Wie wird das werden? Oha. Was ist passiert? Okay, das. Okay. Das ist schlecht, aber damit kann ich erstmal noch leben. Es gibt hier auf jeden Fall Gold. Das Kohle geben kann ich. Ich kann das natürlich nicht. Ich kann den Bau nur abbrechen. Naja, gut. So, hier hinten das Gebiet müssen wir irgendwie halten. Militärgebäude. Oh, Mist. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Das war meine Schmiede und alles. Oh. Ja. Ich sehe. Ich hasse nach wie vor diese Lava-Maps. Ja, das hat jetzt gekostet. Richtig gekostet. Habe ich jetzt noch einen funktionierenden Bauernhof? Natürlich nicht. Das ist ja blöd. Den anderen habt ihr mir das letzte Mal schon geklaut, ne? Schade, schade Marmelade. Kann halt hier auch leider nicht priorisieren. Na, jetzt baut er hier einen Wachturm hin. Geht halt baumaterialtechnisch hier nicht voran. Gar nicht. Ich brauche den zweiten Holzfäller, ansonsten nichts gut. Hallo Black Lady, herzlich willkommen. Ah, läuft schon wieder semi gut bisher. Weiß auch nicht, wie ich das hinkriege hier. Ich merke mir einfach, dass hier Kohle ist. Oh, wow, ich wäre schon wieder. Ach nein. Hm.
Ja, das Problem ist, dass ich hier von dem permanent angegriffen werde und keine jetzt schon wieder und keine Soldaten mehr weiter habe, weil der mir so viel Gebiet geklaut hat, meine Schmiede abgerissen hat. Wo ist eigentlich? Ich habe doch gerade eine Schmiede in Auftrag gegeben. Die habe ich verloren. Ja, das. Ich befürchte, der Drops ist so gut wie gelutscht. Ja, also wenn die mir jetzt noch mehr klauen, dann wird es das mit diesem Level, dann gebe ich mich diesem Level geschlagen und starte das einfach neu. Selbst wenn ich das jetzt knapp überlebe, habe ich keine Soldaten mehr. Ja, Soldaten kriege ich nur über die Schmiede. Die hat er mir einmal geklaut oder zerstört. Dann habe ich sie neu in Auftrag gegeben. Dann hat er mit dem Turm wieder Land eingenommen. Dann war dieser Bauauftrag wieder weg. Und jetzt stehe ich ja da und habe gar nichts mehr. Selbst meinen Bauernhof hat er geklaut. Jetzt kann ich geht die Brauerei nicht mehr. Die brauche ich auch für Soldaten. Also das ist alles Mist. So, diesen Angriff konnte ich noch mal abwehren, aber jetzt habe ich glaube ich auch keine Soldaten mehr. Schon, das könnte kritisch werden. Ihr baut ja auch nichts. Wie hat der Holzfäller jetzt hier so schnell abgeholzt? Da standen doch so viele Bäume. Oh ne, der hat ja theoretisch hat er noch einen Baum, ne? Das reicht nicht. Puh. Hier geht's auch nicht. Was machst du hier? Habe ich schon keinen Soldaten mehr da rein könnte. Ja, und ich werde schon wieder angegriffen. Ja, das wird's dann jetzt. Ja. Grand Malheur de Kack. Aber das sind diese Lava-Welten, die hasse ich auf den Tod.
So kann er mir nach und nach auch meine ganzen Soldaten klauen. Jetzt klaut er mir sogar schon meine Bäume. Der Hund. Ja, Freunde, das war's dann wohl. Man muss es sich eingestehen, dass dieser Spielstand nicht zu retten ist. Zwischenzeitlich sah es mal ganz gut aus, aber ich erkläre hiermit offiziell diesen Spielstand als gescheitert. Dieses Level Nummer 8 ist gescheitert. YouTube, bis zum nächsten Mal.